jetzt schon dreimal expliziert die Woche. Wir haben eine neue Organisation auf dem Büro und für das müssen wir uns jetzt an den Direktor wenden. Nein, Monsieur Schlüsch, ich kann euch nicht gehen. Er kommt erst am 9. Das habe ich jetzt schon 10 Mal gesagt. Ja, aber Monsieur Schlüsch. Ich lese Schlüsch jetzt gar nicht gerne. Oh, kein Wunder, der Schlüsch, der hat eine lange Leitung. He? Schon dreimal habe ich ihm jetzt expliziert, dass wir eine neue Organisation haben. Nein. So, und jetzt soll man ja keiner mitkommen. Mit topischen Früh, ja? Hallo! Es ist ein Baum, die voll. Kein Mensch, du siehst. Bongiverfall? Das ist nicht bei mir. Da Schalter 2. Wie? Schalter 2, hab ich gesagt. Ja. Hendo, es ist ein Bongiverfall. Kein Mensch, möchtest dich? Ein Bongiverfall? Lego, hast du noch die Tür gelöst? Ne, warum? Ach, warum? Es ist 10 bis 9. Der Direktor ist noch nicht da. Hm? Ja, und dann? Und dann? Der Direktor verkümmert sich persönlich um Bongiverfall. Und er hat sich Arbeit in der jeder seine Erbe tut am Mann. Änderung! Es ist ein Bongiverfall! Kein Mensch nützt dich! Nicht so laut, wir hören noch gut. Und ich hab's euch gesagt, jeder seine Erbe tut hin. Ich bekümmere mich um Privatkonto. Ich kann nicht jetzt einen Kredit oder eine Überweisung machen. Der Bongiverfall bin ich nicht vor. Ja, was mache ich jetzt dann? Entweder warten, nach andere kommen später noch einmal. Ja, durchs Lang? Es kommt drauf an, manchmal kommt der Punkt rein und manchmal ganz spät. Jo, und Hit? Und Hit, und Hit. Ah, das wissen doch mehr nicht, Verklemmi. Einer schon nur ein Bongiverfall zu machen. Ja, das heißt, ja, ich bin nicht von da, ich komme von Havana. Also, vis-à-vis einer der Alten. Auf der anderen Seite haben wir einen übergeladen und noch ist noch eine Wirtschaft gesund. Und noch ist noch Post, aber das sind 40 Minuten zu Fuß. Und die machen dann erst am 10 auf. Wenn sie nicht streiken. Überhaupt haben ihre Termin. Termin? Oh, ne? Warum? Oh je, da kann es noch lang gehen. Egal was. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt gucken wir euch da auf den Stuhl und warten. Um Gottes Willen, zähl deine Strumpf aus, sonst verstecken wir noch. Conny? Oh, merci. Also, es ist wahr, man kriegt keine Luft unter deinen Dingen, hat er versteckt? Halt mal. Ah, kein Wunder! Ich habe eine Krise S genommen. Das nächste Mal nehmen wir eine Krise XXL. Sind wir mit dem Autobus gekommen? Nein, die streiken. Schon wieder. Na, und du bist mir danach nicht aufgefallen, eh? Nein, ich bin mit meinem Auto gekommen. Haben wir eine Schiebeversicherung mit ihrer Lungenspiegel? Wie denn sind denn sie überhaupt versichert? Ah, ja. Oh, haben wir eine Schiebeversicherung und die Bank überfallen?
Das glaube ich nicht. Warum? Aber wenn ich immer verletze mit Ehren, dann nächste Schießerei, ja? Aber was kostet eine so Versicherung wie ich? Also, wir haben Pauschale, Auto, Wohnung, Versicherung, Haftpflichtversicherung und Erwiderung, Borgüberfall für 301 Euro und 99 Cent ganz genau. Ich brauche sie nicht zu nehmen. Überleihe sie ist aber gut, ha? Wenn wir spielen mit dem Vier. Ja, 301 Euro. 99 Cent. Ja, ist das aber. Ja, aber ich nehm's, ha? Was ich mal Jens? Dort bezahle ich doppelt und ich hab keinen Garantiebank überfall. Überhaupt, warum machen wir noch deine Bank überfall? Das ist jetzt eine dumme Frage. Ich bin arbeitslos und ich hab kein Geld mehr. Ah, für das brauchst du sie aber kein so Risiko zu nehmen, ha? Wir können euch Geld lehnen. Momentan haben wir einen super Revolving-Kredit. Mit null Verzinsung? Revolving? Ja, genau. Was ist denn los da in dem Büro? Ja, hallo? Es ist ein Baumüberfall. Kein Mensch nützt dich. Gödermann, wir haben eine totale Reorganisation von unserem Service da hinten. Für einen Banküberfall müssen wir von jetzt an am Dienstagmittag oder am Freitagmorgen kommen. Au revoir, Monsieur.